Ich habe jetzt nur 20 Minuten, ich walke Sie jetzt ganz schnell durch die Kernideen. Das Zitat We have created a monster von Thomas Piketty ist von ungefähr vor 10 Monaten, wo er in einem Interview im Spiegel Online, glaube ich, war es, gesagt hat, wir haben ein Monster geschaffen. Und was ist dieses Monster? Das Monster ist natürlich die Europäische Union. Warum? Weil die Europäische Union ein Binnenmarkt ist, in dem man sich nicht verlieben kann. Das Zitat ist von Jacques Delors, für den ich in den 90er Jahren arbeiten durfte, als die EU-Welt noch schön und gut war, also okay, und sich niemand Sorgen gemacht hat. Und es stimmt, wir können uns nicht in einen Binnenmarkt verlieben. Wir haben ein politisches Desiderat. Wir mögen die Ölkännchen und die Glühbirnen nicht, die die Europäische Union macht. Oder das reicht jedenfalls nicht, um unser Zusammenleben zu organisieren. Übrigens ein Zitat, was mir ein französischer Freund geschenkt hat, ein Historiker, der sagt immer, en France, on ne meurt pas pour la démocratie, on meurt pour la République. In Frankreich stirbt man nicht für die Demokratie, sondern man stirbt für die Republik. Das ist jetzt ein bisschen blutig, aber da will ich gar nicht hin. Das ist nur, dass diese emotionale Besetzung der Republik, ja, wenn man so aus der Historie kommt, die Republik, die Revolution, die Republik ist offensichtlich etwas, was Sie intuitiv verstehen, ganz egal, ob Sie Demokratietheorie studiert haben oder nicht. Es sagt Ihnen Res Publica, Gemeinwohl, es sagt Ihnen, Sie sind der Souverän, Sie sind da drin. Und es ist etwas, von dem Sie sich nicht entäußern können. Aus der Bundesrepublik können Sie, sofern Sie jetzt hier Deutsche sind, ja auch nicht raus. Ja? Meistens gehen Sie wählen. Irgendwie interessiert Sie, was da abgeht. Also das ist halt nicht irgendwie nur so ein Binnenmarkt, der wie so ein UFO da über uns rumschwebt, sondern es ist eben die Republik. Übrigens, da ich ja jetzt Professorin bin, mache ich gerade eine sogenannte linguistische Studie zum semantischen Differential. Und ja, ist ganz interessant. Wir lassen also austesten den emotionalen Resonanzboden des Begriffes Europäische Republik. Und was sieht man da? In den ersten Vorstudien, die ich gemacht habe mit Studenten in Wien, ist die emotionale Resonanz tatsächlich total positiv. Die Leute haben intuitiv, emotional eine positive Vorstellung von dem, was das sein könnte. Jedenfalls einen anderen emotionalen Resonanzboden als EU und Binnenmarkt. Und wenn Politik was mit Emotionen, nämlich mit En meurt pour la République, zu tun hat, dann ist die Begriffssetzung für das politische Projekt, auf dem wir hier auf diesem Kontinent zusammenstehen, ist also diese Begriffssetzung als solche sehr wichtig. Nicht umsonst geht es um Bundesrepublik, um République française, um Rechtspospolita, um Repubblica d'Italiana. Das heißt, der Begriff hat natürlich seit Platon ja eine große Tradition. So, wir diskutieren also, wurde ja auch angekündigt, noch nicht über die Europäische Republik in offiziellen Zirkeln, bisher noch in Hörsälen, obwohl ich bin jetzt auch schon immerhin in der European Study Group vom World Economic Forum, also da ist sie jetzt auch schon, mal gucken, was passiert. Aber offiziell diskutieren wir jetzt über 5 Szenarien, die ich ganz schnell mal dekonstruieren werde. Das sind die Szenarien von Herrn Juncker. Szenario 1, weiter so wie bisher, brauchen wir nicht zu kommentieren. Szenario 2, Schwerpunkt Binnenmarkt, was machen wir mit dem Euro? Szenario 3, Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, können wir jetzt schon haben. Szenario 4, intergouvernementale EU, Rückzug zum Nationalstaat, ein paar wichtige Sachen machen wir zusammen, funktioniert nicht. Warum? Weil wir Strategie und Währung zum Beispiel nicht trennen können. Warum? Weil Kriege Geld kosten, weil man nicht da in einer Währungsunion sein kann und da eine Sicherheitsunion hat. Szenario 5, Ausbau gemeinsamer Schwerpunkte in der EU. Eigentlich ist höchstens und allenfalls das letzte Szenario von Herrn Juncker ein plausibles Szenario. Er hat aber in seiner Rede State of the Union ja viel weiterreichende Punkte gesagt und ist mit diesem eigentlichen Szenario 6 auch schon der Republik ein Stückchen näher gekommen. So, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Wörter wichtig sind und deswegen ist, wenn man immer jetzt diesen Europadiskurs verfolgt, ich bin ja jetzt gerade in Österreich und Herr Kurz ist gewählt worden und dieser ganze O-Ton, der durch Österreich gerade jagt wird, ist natürlich Subsidiarität. Ja, wir wollen ein subsidiäres Europa, wir wollen Schutz, Frontex, Sicherheit und Subsidiarität. Ja? Im Grunde heißt das, wir wollen unsere Sicherheit, unser Geld verteidigen und ansonsten macht jeder sein Ding, weil Subsidiarität heißt ja erstmal, regier mir nicht rein. Ja? Und das sind ja im Grunde wahnsinnig schöne Begriffe, mit denen man immer so tun kann, als wenn man so herrlich europäisch wäre, aber subsidiär mache ich jetzt mal hier mein Ding. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir sozusagen den weißen Elefanten dessen, was das Demokratiedefizit in Europa ausmacht, nämlich dieses im Grunde die Tatsache, dass die EU, so wie sie heute konfiguriert ist, demokratietheoretischen Grundlagen, die wir für unsere eigene Demokratie nie in Frage stellen würden, solange Europa dem nicht genügt,
werden wir mit diesem Projekt nicht durchkommen, weil die Leute, die die EU kritisieren, Klammer auf, leider, Klammer zu, recht haben. Es ist nicht nur Populismus zu sagen, dass die EU ein Demokratiedefizit hat. Das sagt auch Herr Habermas, das sagt auch Colin Crouch. You can always vote, but you have no choice. Das haben wir mit den Griechen gemacht. Du kannst wählen, was du willst. Am Ende kriegst du immer das Memorandum of Understanding. Das ist nicht genau das, was wir als Demokratie verstehen. Und um das mal kurz aufzulösen, wir haben in der Europäischen Union eine Kommission, die aber nicht Regierung ist und auch nicht Regierung sein soll, sondern sie ist Hüterin der Verträge, was aber eine Funktion ist, die eigentlich einem Europäischen Gerichtshof zukommen müsste. Wir haben einen Europäischen Rat, der immer nationale Interessen verhandelt. Wir haben ein Europäisches Parlament, das kein Initiativrecht hat, was aber das Recht oder das nobelste Recht in der Magna Carta 1852, das nobelste Recht jedes Parlamentes ist. Vor allen Dingen kein volles Budgetrecht, sondern if anything, ein Budget von sowieso nur 0,9, ja, die dann auch immer, wir zahlen für alle, aber 0,9% des gesamten europäischen GDP sind das europäische Haus, ist der europäische Haushalt, so ungefähr 120 Milliarden, das ist weniger als die deutsche Sozialkasse, um mal die kleine Relation zu machen. So, in der EU passiert ständig, auf Englisch hört sich das schöner an, ownership is every, is response is ownership for every, governance is ownership for everybody but responsibility for none. Ja, das ist, wie wir Europa verhandeln. Jeder war irgendwie dabei, am Ende ist es keiner gewesen. Und es gibt natürlich institutionell keine Opposition. Warum? Weil das Kodezisionsverfahren zwischen Rat und Parlament so aufgestellt ist, dass wenn das Parlament den Rat überstimmen will, immer eine Zweidrittelmehrheit geben muss. Das heißt, sie kriegen das, was wir allgemein unter Politisierung der Europäischen Union haben, kriegen wir nicht hin. Wir stimmen eigentlich immer in einer permanenten GroKo, ja, Große Koalition auf europäischer Ebene und wundern uns, dass dann das, was da rauskommt, uns nicht politisch vorkommt. Und wir haben natürlich keine Opposition, wo wir sagen können, wenn am Ende des Tages uns die europäischen Entscheidungen nicht gefallen, haben wir einen klaren Hebel, wen wir abwählen und wen wir neu wählen und wie wir eine andere Politik gestalten, weil wir de facto eine institutionell oder eine konstitutionell institutionalisierte Politik auf europäischer Ebene haben. Und dass das vielen Leuten nicht mehr schmeckt, ist eigentlich relativ nachvollziehbar. Ja? Insofern finde ich, wenn Bernd Lucke, AfD und so weiter, der Euro funktioniert nicht, Madame Le Pen, die das Gleiche sagt, dann muss man analytisch erstmal sagen, ja, Herr Habermas sagt das Gleiche, Fritz Schaab vom WZB sagt das Gleiche, das ganze Wissenschaftszentrum Berlin ist voller Artikel darüber, wie die EU nicht funktioniert. Das einzige Problem ist, dass wir das offensichtlich von der wissenschaftlichen Analyse nicht in die konkrete Politik bekommen und den Reformansatz nicht hinkriegen, um zu sagen, hey, wir wollen vielleicht eine europäische Demokratie. Stattdessen erzählen wir das Märchen von der Subsidiarität. Hier bin ich, da oben ist irgendwo Europa, lass mich doch in Ruhe. So, jetzt kommt Macron und da wird es spannend, weil ich finde, Macron hat, glaube ich, die Republik verstanden. Nicht umsonst hat er schon La République en Marche gegründet. Müsste er nur noch sagen, La République européenne en Marche, dann wären wir schon fast da. Warum? Was hat nämlich Macron gemacht in seiner Rede in Athen und dann in der Rede vor der Sorbonne? Er hat den Begriff der Souveränität européenne bemüht. Und das ist doch schon mal gut. Weil es geht nicht um Subsidiarität. Subsidiarität kommt sowieso aus der katholischen Soziallehre, ist ein Begriff, der eigentlich im europäischen Diskurs nicht zu suchen hat. Dieser Begriff bezeichnet das Verhältnis zwischen Staat und Individuum. Er bezeichnet jedenfalls nicht ihre politische Teilhabe als souverän des politischen Subjektes, in dem sie leben. Und deswegen hat Macron tatsächlich einen Paradigmenwechsel gemacht, indem er von Souveränität européenne, Unité und Demokratie gesprochen hat in seiner Rede oder in seinen Reden und im Spiegel-Interview. Und es ist tatsächlich etwas anderes, ob wir sagen, wir wollen mehr Integration oder wir wollen Souveränität européenne und Demokratie. Die Verschiebung von Integration zur Demokratie ist ein Paradigmenwechsel, weil wir damit verstehen, dass weder der Nationalstaat noch die Europäische Union als solche souverän sind, sondern souverän sind immer nur Sie, die Bürger. Frei nach Kurt Tucholsky, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. In Europa ist sie versenkt im Europäischen Rat und Macron macht ein Angebot, wir holen uns als europäische Bürger die Souveränität wieder. Was schlägt er vor? Wir brauchen eine neue europäische Demokratie, wir brauchen also ein Budget, ein starkes Parlament und vor allen Dingen für die Eurozone. Das klingt ziemlich vernünftig, das war übrigens auch schon mal das Vorhaben des Genuine Monetary Economic Union Projektes von 2012, was leider vergessen wurde. Insofern sind die Vorschläge von Macron nicht nur nicht heretisch, sie sind völlig vernünftig, sie entsprechen dem, was auch
vor Jahren einmal, als ich noch bei Schäuble und Lamers im Büro war 1994, gutem deutschen Denken entsprochen hat. Und ich verstehe tatsächlich nicht die nicht deutsche Reaktion auf die Macron-Pläne, beziehungsweise die abwertende Reaktion auf die Macron-Pläne, die da nur lauten, wir müssen wieder mal für alles bezahlen. Zusammengefasst, Eurozonenhaushalt, Eurozonenparlament, Eurozonenfinanzminister, Verteidigungsunion, Staatsanwaltschaft, alles staatliche Elemente, da wären wir schon fast in der Europäischen Republik. Ein weiterer Trend der Zeit spricht dazu, dass man mit dem Begriff der Demokratie, dem man sich annähern kann, vielleicht operieren kann. Guy Verhofstadt ist der Vorsitzende der ALDE-Gruppe im Europäischen Parlament und hat diesen Twitter-Post zu European Citizen gemacht. Isn't the byproduct of one's nationality? Citizenship is about together building the EU of tomorrow. Ich würde weitergehen. Warum? Welches Problem haben wir jetzt sowohl mit Brexit als auch mit Katalanien? Mit Brexit haben wir folgendes Problem. Uns, Ihnen allen, wurde versprochen, dass die EU Staatenunion und Bürgerunion ist. Sie ist de facto heute nur Staatenunion, weil im Rat verhandelt wird, was entschieden wird, und Sie als Bürger haben keine unmittelbare Teilhabe. Jetzt tritt Großbritannien als Staat aus der Europäischen Union aus, und die britischen Bürger, die das nicht wollen, verlieren ihr European Citizenship. Was der Guy Verhofstadt vorschlägt, und das wird tatsächlich eine wahnsinnig interessante Frage, ob der das durchkriegt, ist, dass er sagt, wir müssten es schaffen, im Rahmen der Brexit-Verhandlungen eine Art Personalized European Citizenship zu begründen, dass die Briten, die dann freiwillig ein European Citizenship wollen, nach dem Austritt des Landes Großbritannien so ein European Citizenship bekommen können, für all die Briten, die im Ardèche und im Périgord da ihre Häuser haben, oder für all die Europäer, die in Großbritannien leben. Warum? Damit die nicht auf Drittstaatenniveau zurückfallen. Insofern könnte der Begriff des European Citizenship tatsächlich ein Schlüssel sein zu einem neuen oder anderen Europa, sprich zu einer europäischen Demokratie. Warum? Weil eine Nation in der Definition von Theodor Schieder, übrigens ein konservativer Historiker, 1963 schon gesagt hat, eine Nation ist immer Staatsbürgergemeinschaft. Nicht Ethnie, nicht Sprache, eine Staatsbürgergemeinschaft soll heißen, diejenigen, die sich in gleiches Recht begeben, begründen eine Staatsbürgergemeinschaft, und der Brexit sowohl wie Katalanien könnte ein sowieso Schuhanzieherhebel sein, ja, um eine Debatte loszubekommen, dass wir Briten haben, die freiwillig personalisierte europäische Bürger sein wollen, um hier auf dem Kontinent gleiche soziale und politische Anspruchsrechte zu haben. Wenn der Guy Verhofstadt das durchbekommt, bin ich am nächsten Tag die Erste, die zum EuGH geht und sagt, wenn die Briten das kriegen, kriege ich das auch. Und dann hätten wir nämlich eine Debatte, dass wir anfangen, uns zu verstehen als souveräne Subjekte, als souveräne europäische Bürger, die da das zukünftige politische europäische Projekt begründen. Und zwar, weil wir als europäische Bürger jenseits von Nationen uns begeben in eine Staatsbürgergemeinschaft. Nichts anderes haben wir übrigens als Deutsche vor 150 Jahren gemacht. Da waren wir noch Preußen und Pfälzer und Bayern natürlich, Franken, keine Ahnung. Aber wer jetzt mit der Sprache kommt, und es geht alles nicht, das sage ich nur, gucken Sie mal so ein paar historische Geschichten an, wie schwierig das war, den Deutsch-Französischen Krieg zu führen für die Generalanwälte 1872. Warum? Weil sich ja die Franken und die Pfälzer und die Rheinländer und die Preußen gar nicht verstanden haben. Ja. So. Wenn Sie das jetzt alles in den 20 Minuten nicht so schnell verdauen konnten, dann empfehle ich Ihnen diesen Text von Armin von Burgundy. Der ist Staatsrechtslehrer, Max-Planck-Institut am Institut für Europarecht in Heidelberg. Und der hat diesen Text geschrieben, der auch eigentlich eine Steilvorlage für die Republik ist. Die technokratische EU-Rechtsgemeinschaft muss zu einem politisierten europäischen Rechtsraum weiterentwickelt werden. Was heißt das, um es ganz plakativ zu machen? Im Moment haben wir eine EU-Rechtsgemeinschaft, und diese Rechtsgemeinschaft ist wie so ein UFO oder wie so ein Umbrella über uns drüber. Irgendwo da oben ist der Binnenmarkt, und da muss alles gleich sein. Sprich, wir haben im Grunde Gleichheit für Marktakteure und für alle, die in diesem Binnenmarktsraum rechtlich unterwegs sind. Wir haben aber de facto nicht Gleichheit für Sie und Sie und unsere finnischen, spanischen, slowenischen und irischen Bürger. Meine eigenen Söhne wohnen in Paris und in Lyon. Ich wähle unser gemeinsames Parlament, das Europäische, nicht nach gleichen Bedingungen. Mein Sohn zahlt nicht die gleichen Steuern wie ich. Wir haben nicht den gleichen Zugang zu sozialen Rechten. Das heißt, wir als Bürger, als politische Subjekte genießen keine Rechtsgleichheit, während im europäischen Rechtsraum die Marktakteure de facto Rechtsgleichheit genießen. Am Ende des Tages kommt
kommt dabei raus, dass wir als Exportnation, zum Beispiel Slowenien einfach mal als unser Hinterland betrachten, mit Niedriglöhnen und Niedrigsteuern de facto diese Leute ausnutzen, dann geht das alles in die deutsche Exportbilanz. Dann wird es in Deutschland noch ein bisschen umgeteilt. Das heißt, der Kevin in Anklam, der auch nicht Exportweltmeister ist, profitiert dann über die Redistribution in Deutschland davon. Aber der Slowene, der Mitanteil hatte am deutschen Exportwunder, kriegt nichts davon ab. Und wenn die dann irgendwie was wollen, dann heißt es nur noch, Deutschland muss für alle bezahlen. So. Und das geht nicht mehr lange gut. Das ist im Prinzip, sind wir als Deutsche gerade so in dieser Animal Farm. Einige Tiere sind gleicher als gleich. Das sind in der Eurozone gerade wir. Außer, dass wir das intern natürlich nicht diskutieren, weil es ja hier allen gefällt. Aber außerhalb Deutschlands, das kann ich Ihnen wirklich garantieren. Ist ganz egal, ob Sie in Lissabon sind oder in Irland oder in London oder in Durham oder in Warschau oder wo ich überall bin. Ich kann Ihnen garantieren, jeder hat es kapiert. Und ich kann Ihnen noch eins garantieren. Es geht nicht mehr lange gut. Die anderen haben die Nase voll. Europa ohne Grenzen, ich bin gleich am Ende. Wenn wir sagen, was ist das emanzipatorische Projekt einer Staatsbürgergemeinschaft, dann kann ich nur sagen, ein Euro, eine IBAN-Nummer, eine Steuernummer. Ja? Also da fängt die Gleichheit eigentlich damit an. Und zwar natürlich sozusagen persönliche Steuern, also Einkommensteuer, alle die bürgerlichen Steuern. Und dann müsste man eben solche Sachen schaffen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder eine europäische Krankenversicherung, dass zum Beispiel ich jetzt an der Donau-Uni mit einer österreichischen Krankenversicherung in Deutschland nur zum Arzt gehen darf in Notfällen, weil ich jetzt eigentlich österreichische Ärzte nehmen muss und so weiter. Soll heißen, das, was das Plädoyer der Europäischen Republik ist, ist tatsächlich die Französische Revolution 1789, Gleichheit jenseits von Klassen, die Suffragetten, Gleichheit jenseits von Geschlecht, Klammer auf, die Männer haben ihre Privilegien damals auch nicht freiwillig abgegeben, Klammer zu, Privilegienhalter tendieren meistens dazu, ihre Privilegien nicht freiwillig abzugeben. Das ist das politische Problem von Deutschland heute. Ja? Es ist das politische Problem. Wir geben das nicht freiwillig ab, niemand kann uns zwingen. Und das ist das politische Problem. Man kann nur hoffen, dass in den Jamaika-Verhandlungen das irgendwie, das Varoufakis-Buch vielleicht gelesen wird und da noch ein Halbsatz so reinkommt. So, die US-Bürgerrechtsbewegung, Gleichheit jenseits von Hautfarbe. Die Europäische Republik, die ich Ihnen vorstelle, ganz simpel, Gleichheit vor dem Recht jenseits von ethnischer Herkunft und jenseits von Nation im Rahmen des Territoriums Europas. Wir begeben uns als europäische Bürger in eine Staatsbürgergemeinschaft und wir müssen nicht verhandeln, dass wir als Deutsche besser sind als die Finnen, die Franzosen oder die Portugiesen und wir müssen nicht glauben, dass wir irgendwelche Lebensansprüche, Wünsche oder so weiter Desiderate haben, die ein Portugiese, ein Grieche oder ein Finne nicht heute hätten. Das heißt, wir verhandeln die politischen Probleme auf diesem Kontinent politisch und nicht mehr chauvinistisch entlang nationaler Grenzen. Das ist im Prinzip, was man den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz nennt. Wahlrechtsgleichheit, Steuergleichheit, gleicher Grundsatz zu sozialen Rechten. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. In dem Buch ist der 9. Mai 2045, damit man jetzt nicht so gleich sozusagen denkt, das ist alles so utopisch. Was mir so vorschwebt, ist tatsächlich der Prozess, dass wir den Weg dorthin gehen. Ich weise darauf hin, dass wir seit 1989 Gleichheit haben oder seit dem 3. Oktober 1990 mit den Ostdeutschen, dass die auch noch nicht die gleiche Rente bekommen. Wir verhandeln gerade die letzten Bits and Pieces der Rentengleichstellung. So ähnlich müsste man sich vorstellen in einem europäischen Prozess, dass man sagt, wir müssen das nicht alles jetzt auf den Tisch legen. Aber was wir jetzt machen müssen, ist praktisch den Einheitsvertrag vom 3. Oktober auf europäischer Ebene, dass wir jetzt sagen, über die nächsten 5, 7, 10, 15 Jahre wollen wir dahin. Das wäre das Versöhnungsangebot, auch das emotionale Versöhnungsangebot, dass wir aus dieser Krise, die uns geteilt hat in Ost und West und in Süd und Nord, wie keine Krise, die ich lebend erlebt habe auf diesem Kontinent, dass wir dieses Versöhnungsangebot über politische Gleichheit verwirklichen können, weil der Osten, die fühlen sich dann nicht mehr als zweite Klasse Europäer, der Süden fühlt sich nicht mehr ausgebeutet vom Norden und wir begeben uns in den Prozess, wo wir sagen, über die nächsten Jahre kommen wir auf dieser Ebene zusammen. Guck mal hier auf den Pulse of Europe, aber der Punkt ist, dass man dafür tatsächlich Demonstrationen in jeder Stadt machen kann. Ja? Also emanzipatorische Bewegungen funktionieren ja, ich bleibe mal eine Sekunde bei Varoufakis, den ich sehr mag und das Buch ist wirklich lesenswert, aber ich analytisch glaube ich, warum hat das nicht funktioniert, das DiEM, dieses More Democracy? Weil More Democracy ist ein fluider Begriff, man geht nicht auf die Straße für mehr Demokratie. Das ist der Satz von meinem französischen Freund, on ne meurt pas
pour la démocratie, on meurt pour la République. Warum? Weil die Republik nämlich genau das ist, Gleichheit. Man kann aber auf die Straßen gehen, wie die Suffragetten, und sagen, wir wollen gleich sein mit den Mann. Man kann auf die Straße gehen, wie Martin Luther King, und sagt, ich will gleich sein mit den Weißen. Und man kann in Brüssel, Warschau, Prag, Ljubljana, Irland und so weiter auf die Straße gehen und sagen, wir wollen jetzt wir als europäische Bürger gleich sein vor dem Recht und die gleiche europäische Arbeitslosenversicherung und die gleichen Steuern, damit am Ende nicht so ein Race to the Bottom, die einen machen Niedrigsteuerpolitik, damit sie im Grunde sich ökonomische Vorteile für ihre nationale kleine Gruppe holen, die am anderen Ende dann wieder politisch chauvinistisch verhandelt werden. Das wäre das emanzipatorische Angebot des Prozesses, in den wir uns begeben könnten. Dann hätten auch die Katalanen eine Chance, weil natürlich könnten die aus Spanien austreten und trotzdem Europäer bleiben in einer Staatsbürgergemeinschaft. Das Konzept übrigens, wen es interessiert, aber ich habe mit Robert Menasse heute einen Text in dem Freitag, der heute erschienen ist, zu dem Thema Katalonien. Jedenfalls ist ja die Republik, das vielleicht noch zum Abschluss, beruht auch darauf, dass wir uns sozusagen die nationale Ebene wegdenken. Wir könnten uns wie in der Bundesrepublik 16 konstitutive Länder vorstellen, die die Bundesrepublik begründen. So ähnlich könnten wir uns 50, 60, 55 politische Einheiten vorstellen, die eine europäische Republik begründen. Zentral dabei wäre, dass diese Einheiten ungefähr gleich groß sein müssten. Die Politikwissenschaft hat erforscht, dass alle Einheiten zwischen 8 und 15 Millionen die beste Betriebsgröße haben für so staatliche Einheiten. Warum? Weil sich niemand fremdregiert führt. Bayern ist ein gutes Beispiel dafür. Ja? Das heißt, sie glauben nämlich alle, dass sie einen Cousin der Regierung haben, der, wenn es nicht so gut läuft, der ihnen hilft. Und das Ding ist, dass sie, ganz egal, ob sie einen Cousin der Regierung haben oder nicht, solange sie das glauben, ist alles gut, dann werden sie halt nicht von Berlin, Washington, Moskau fremdregiert. Und so könnten wir uns diesen Prozess der Katalanen, Schotten, Wallonen, Bayern, meinetwegen, die Bayernpartei twittert auch immer überall, wo ich bin, könnten wir uns zunutze machen, anstatt wirklich jetzt in einer Dichotomie zu bleiben, die da lautet, entweder Oppression Spanien, Guardia Civil oder aber raus aus Spanien, raus aus Europa, raus aus dem Euro. Ich will keine falschen Freunde gewinnen. Es geht nicht um Wohlstandspatriotismus. Also es geht nicht darum, dass die reichen Regionen sich rausbrechen aus Europa, sondern natürlich muss in so einem republikanischen Konzept für Europa im Prinzip eine Art europäische Finanzverfassung neu geschaffen werden, die natürlich einen Finanzausgleich zwischen starken und armen Regionen beinhaltet. Das, wo nur sozusagen, ich finde, dass das, was wir jetzt machen, Unsinn ist, ist eben zum Beispiel, dass das Saarland oder Brandenburg auch keine Exportweltmeister sind, aber von dem Süddeutschen profitieren, ja, während solche Regionen wie Slowenien eben nicht davon profitieren oder Luxemburg da sein Bankending macht und so weiter und so fort. Und deswegen wäre in so einem Wurf, würden wir uns in eine europäische Republik begeben, natürlich eine völlig neue Finanzverfassung wünschenswert, dass wir nicht erst Gelder sozusagen national verteilen, um dann über einen nationalen Schlüssel im europäischen Budget nochmal für die armen Regionen irgendwelche Brosamen zu verteilen. Wenn wir das machen würden, könnte das ungefähr so aussehen. Ist das amerikanische Modell? Ist das Madison-Modell, das, was Hannah Arendt beschrieben hat in den Papers? Europäischer Senat, alle Regionen stellen zwei Senatoren. Wir haben ein europäisches Repräsentantenhaus, one woman, one vote, one person, one vote. Wir könnten den europäischen Präsidenten direkt wählen. Ist übrigens gar nicht utopisch, steht schon in den meisten europäischen Parteiprogrammen drin, dass wir den europäischen Präsidenten direkt wählen. Wir wären als Bürger der Souverän. Wir hätten ein relativ perfektes System aus Checks and Balances. Solche Sachen wie Wallonie CETA würde nicht mehr vorkommen. CETA müsste im Senat Coalition Building betreiben und versuchen, andere Regionen für sich zu gewinnen. Wir hätten, und das ist mir wichtig, zu sagen, alle unsere Identität und alle unsere Heimat, wir würden nur sozusagen das republikanische Territorium erweitern. Das, worum es mir geht, ist keine Einheitssoße, keine europäische Einheitskultur und auch keine europäische Einheitssprache. Das, worum es mir geht, ist normative Einheit bei kultureller Vielfalt, damit Europa das ist, was es immer sein sollte, Einheit in Vielfalt. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war übrigens die Postkarte. Genau, ich möchte vielleicht kurz damit anfangen, wie ich den Einigungsprozess als Kind erlebt habe, wie Frau Gero schon gesagt hat, Anfang der 90er Jahre, wo alles noch in Ordnung war. Da war ich auf der europäischen Schule und hatte das Vergnügen und das Privileg, mit Leuten aus vielen verschiedenen Ländern und Regionen zusammen zu spielen, zu lachen und auch zu streiten. Da habe ich auch die Osterweiterung erlebt, 2004. Da wurde das mit einer großen Feier
wurde das dann angekündigt, da wurden auf einmal, waren dann 10 neue Flaggen da, da gab es Stände von den ganzen neuen Ländern, hey, das sind wir, das ist unsere Kultur, check uns mal aus. Und dass zum Beispiel wir in Deutschland hier mit der Mark gezahlt haben, dann fahren wir nach Griechenland rüber, auf einmal sind es Drachmen, auf einmal ist eins davon gar nichts mehr wert und du brauchst 300 davon, um irgendwie dir was kaufen zu können. Und dann kurz darauf hat man überall mit derselben Währung gezahlt. Oder wir sind runtergefahren nach Italien, ohne Stopp, kein gar nichts. Und als wir dann 2004 zum ersten Mal die Autoroute über das ehemalige Jugoslawien genommen haben, da musste ich halt feststellen, dass man alle paar hundert Kilometer auch anhalten muss, um halt 2 Stunden in der sengenden Hitze zu warten, bis dann ein Grenzbeamter fragt, hey, komm, mach mal einen Kaffee in die grüne Karte rein, damit das alles irgendwie reibungslos vonstatten geht. Das waren so prägende Momente, wo ich mir halt dachte, okay, diese EU, dieses Europa, das kann was, das bringt mir was und das hat auch Vorteile für mein Leben. Aber irgendwann während meines Heranwachsens musste ich dann doch mit Bedauern feststellen, dass Entwicklung leider nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass man halt auch Rückschritte haben kann, wie zum Beispiel die seit knapp 10 Jahren andauernde Euro-Diskussion, die unendliche Geschichte über den Grexit und alles, was damit zu tun hat, die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, auch zwischen Deutschland und Österreich oder diversen anderen Ländern. Und das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht finden das nicht alle so toll wie ich, vielleicht bin ich in so einer Art Blase aufgewachsen, sondern wir müssen halt doch irgendwas dafür machen. Und was ich mir zum Beispiel überlegt hatte, was cool wäre, wenn es in jeder Schule ein Fach geben würde, das zum Beispiel Europakunde heißt, ohne in andere Curricula einzugreifen. Die Schule macht halt ihr eigenes Programm, aber von der EU wird dann so zum Beispiel gesagt, okay, ihr habt ein Fach, das ist dann 2 Stunden die Woche und das heißt Europakunde oder wir sind Europa und deswegen sind wir cool, wo halt wirklich man sich darauf besinnt, wer wir sind, warum wir zusammen sind, dass es in erster Linie auch ein Friedensprojekt war, dass wir näher aneinander rücken und uns eher an unsere Gemeinsamkeiten erinnern als an unsere Gegensätze. Eine weitere Sache, ich engagiere mich zum Beispiel beim Erasmus-Programm hier in der lokalen Sektion, das heißt MESA. Und was für mich sehr wichtig wäre vielleicht auch, dass dieses Programm erweitert wird, und zwar Erasmus für alle. Ich meine, es sind jetzt gerade eher die privilegierteren Leute, sage ich mal, die das machen können. Ich meine, es kann nicht jeder einfach sagen, ja, ich fahre jetzt ein Jahr ins Ausland, wird dufte. Das kann man leider nicht. Und was ich mir wünschen würde, ist vielleicht, dass alle, also von der Mechanikerin bis zum Friseur, ich meine, Haare gibt es überall und Autos funktionieren überall gleich, dass die dann auch das Gefühl dann haben, hey, die interessieren sich auch für uns, wir können auch diese Auslandserfahrungen sammeln und das wirklich am eigenen Leibe erleben, was halt Europa alles leisten kann. Und da möchte ich damit anfangen, erstmal zu sagen, dass ich mich selbst als Euroskeptiker bezeichnen würde. Da denken sich die meisten Leute jetzt, was ist hier los? Ich dachte Europa und so. Aber das ist eben genau das Problem. Diese Leute, so wie AfD und Geert Wilders und Marine Le Pen und so, in Teilen haben die recht. Und das irgendwie, das darf man einfach nicht vergessen. Ich weiß nämlich noch ganz genau, wie das war ungefähr vor, ja, 2013 war es genau, da hat die AfD gerade angefangen. Das war vor der Europawahl 2014 damals. Dann haben die so Meetings überall gemacht und da waren wir hier. Benni war dabei, da war im Augustinerkeller, da war dann dieser Bernd Lucke aufgetreten, der die damals gegründet hat, diesen Verein, und da, an den erinnert sich ja kaum noch jemand, ja. Aber das war damals hier Volkswirtschaftsprofessor und so, und der kannte sich gut aus und hat in ganz, ganz vielen Sachen recht gehabt. Da war so die Griechenland-Sache war gerade so am Höhepunkt, und da hat er halt gesagt, ein Währungsraum, der kann und wird einfach niemals funktionieren, ohne eine gemeinsame Regierung, ohne eine gemeinsame Demokratie. Und das ist vollkommen richtig, das unterschreibe ich zu 100%. Leider die Konklusion, die halt dann diese Leute daraus gezogen haben, mal übrigens ganz abgesehen davon, dass die Leute, die da im Publikum saßen, die wollten das gar nicht hören, die waren schon viel weiter, die waren schon die AfD von heute. Auf jeden Fall, in diesen Punkten haben sie recht. Und deshalb kann dass eben ganz, ganz vieles an der EU nicht funktioniert. Und deshalb kann die Antwort auf diese Leute auch nicht sein, ja, hier mehr EU, mehr nach Brüssel. Das ist eben genau das, was wir nicht machen sollen. Wir brauchen die EU, so wie sie ist, die muss eigentlich weg. Wir brauchen was ganz Neues. Wir brauchen zum Beispiel die Europäische Republik. So, ich möchte jetzt mal das ein bisschen anschaulich machen an, wie viele Punkte habe ich genau? 5 verschiedenen Punkten. 5 Krisen,
auf die alle meiner Meinung nach die beste Antwort ist, dass wir eben eine Europäische Republik oder man kann es auch die Vereinigten Staaten von Europa nennen, auch wenn Ulrike Gero diesen Begriff, glaube ich, nicht mag, aber wir sind da ein bisschen offen dafür. Das erste wäre eben diese Finanz- und Währungskrise. Das zweite ist die Flüchtlingskrise. Das dritte ist dann dieser Rechtspopulismus, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Und dann Trump und Brexit. Und zu Brexit möchte ich dann ein bisschen mehr sagen am Ende noch, weil ich eben die meiste Zeit im Moment in England lebe und da vielleicht noch so ein bisschen was erzählen kann. Zur Währungskrise. Wir haben eben diesen Euro, der wurde damals eingeführt, das Sachen einfach nicht vergessen. Der wurde eingeführt, als es damals um die deutsche Einheit ging. Und da wurde Helmut Kohl das Versprechen abgerungen von französischer Seite, wir stimmen der Einheit nur zu, wenn ihr im Gegenzug dafür sorgt, dass Europa ökonomisch mehr zusammenwächst, weil wir eben sonst Angst haben, dass Deutschland wieder zu stark wird und Europa wieder auseinandersprengt. Das war ein ganz großer Faktor, als der Euro eingeführt wurde. Dann gab es eben diesen Euro und was ist passiert? Ganz genau das Gegenteil. Deutschland ist viel, viel stärker geworden, genau durch die Einführung des Euros. Man hat jetzt mittlerweile eine Währung, die für Deutschland viel zu niedrig bewertet ist. Das heißt, das europäische Ausland kann die Waren aus Deutschland billig kaufen. Deutschland importiert im Gegenzug aber nichts. Das heißt, Deutschland rennt ökonomisch immer mehr davon, exportiert Waren und gleichzeitig Arbeitslosigkeit in andere europäische Länder, weil diese Länder sich eben die billigen Waren aus Deutschland leisten können, Deutschland im Gegenzug aber nichts von diesen Waren herzieht. Das ist jetzt mal so eine ganz rudimentäre Analyse, aber daran sieht man eben, dass der Euro eigentlich genau das Gegenteil bewirkt hat von dem, was er bewirken soll. Und der Euro kann sich nur dann stark entfalten, wenn wir eben eine gemeinsame Finanzpolitik haben und die dann diese oft zitierte Wirtschaftsregierung sein könnte, wobei ich eigentlich gar nicht weiß, vielleicht kann mir da jemand helfen, was eine Wirtschaftsregierung sein soll. Also was ist der Unterschied zwischen einer Wirtschaftsregierung und einer Regierung? Mir ist das überhaupt nicht klar. Wir brauchen einfach eine ganz normale Regierung, die eben Europa regiert, so wie das jetzt die Bundesregierung Deutschland regiert. Das heißt, wir brauchen einen europäischen Grenzschutz, der eben die europäische gemeinsame Außengrenze sichert. Und nur dann kann man innen keine Grenzen haben. Man sieht ja mittlerweile schon, dass diese inneren Grenzen wieder aufgebaut werden, seit 2015. Dann Rechtspopulismus. Also wie ich es vorhin gesagt habe, die Antwort darauf kann eben nicht sein, wir machen jetzt mehr von dem, was ihr ablehnt, mehr EU, mehr Brüssel und so weiter, sondern man muss eben sagen, nein, das wollen wir eben genau nicht, sondern wir wollen ein anderes Europa. Wir wollen eben nicht mehr von diesem Europa, wie wir es jetzt haben, sondern wir wollen etwas ganz, ganz anderes. Und dann nimmt man diesen Leuten, nicht allen, einige, die hat man da ganz am rechten Rand verloren, ist halt okay, aber wenigstens ein paar, die kann man schon damit zurückholen. Die sagen, wir machen euch ein tatsächliches Angebot von einem demokratischen, sozialen Europa, indem wir zum Beispiel sowas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung haben, die eben vielen von genau diesen Leuten, die eben jetzt hier vom rechten und auch vom linken Rand gegen Europa hetzen, genau diesen Leuten werden mit solchen Maßnahmen eben geholfen. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und wie machen wir das am besten und viel, viel billiger? Indem wir eben eine europäische Verteidigung haben, eine europäische Armee. Dann brauchen wir nicht hier 28, bald 27 Armeen, die dann irgendwie zu 99% sowieso alle genau das Gleiche machen, aber aneinander vorbeiarbeiten und hier und da, sondern wir brauchen eben eine Armee, die einmal europäisch irgendwie für unsere Sicherheit sorgt und das dann auch viel effektiver und viel stärker machen kann, sodass wir dann überhaupt nicht mehr so stark auf Trumps Amerika angewiesen wären.